So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Mal wieder bei mir aus dem Auto, diesmal in Bewegung. Wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, die über Patreon reingekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Kann aber auch sein, dass ich mich da jetzt total... Ist ja auch egal. Und zwar wollen wir heute uns mal darüber unterhalten, was es bedeutet, wenn mein Hund mit den Schneidezähnen, mit den Vorderzähnen an mir rumknabbert. Was genau das ist, möchte ich euch erklären und welche Auswirkungen das hat. Los geht's! Als allererstes wollen wir das mal definieren, was da passiert, wie das heißt und was das ist. Man spricht hier fachlich von Grooming. Grooming, Fellpflege. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Hundefriseur habt oder einen Groomer habt. Dann ist das nämlich genau das, Fellpflege. Warum euer Hund das bei euch macht, da kommen wir gleich drauf. Was dahinter steckt, ist aber viel wichtiger. Man unterscheidet hier in zwei Bereiche beim Grooming. Und zwar einmal in das Self-Grooming bzw. Auto-Grooming, wobei es darum geht, dass der eigene Körper, das eigene Fell gepflegt wird. Das ist jetzt nicht nur ein Hundeding, sondern das ist generell ein Thema bei allen Lebewesen. So wie wir das machen und sich um unseren Körper kümmern, macht es die Ente auch, die sich tote Federn rauszupft, macht es der Hund auch, der sein Fell pflegt. Self-Grooming und Auto-Grooming ist ganz klassisch als Komfortverhalten zu sehen. Das machen Tiere, wie zum Beispiel unsere Hunde, hauptsächlich dann, wenn sie sich wirklich wohlfühlen. Wenn sie zum Beispiel nach dem Essen gemütlich auf der Couch liegen, ist das so ein klassischer Zeitpunkt für Self- oder Auto-Grooming. Der andere Teil beim Grooming ist das Grooming von anderen Artgenossen, Rudelmitgliedern, von anderen wichtigen Individuen, wie zum Beispiel auch uns Menschen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie das Lausen beim Affen. Da verstehen wir das alle, da kennen wir das alle, dass Affen gegenseitig sich die Läuse aus dem Fell holen, die dann halt essen, das machen unsere Hunde nicht. Aber um halt die anderen Affen aus der Affenherde, heißt es Herde? Aus der Affenfamilie, sagen wir es mal so, bin gerade nicht sicher, ob es Herde heißt, zu pflegen und gesund zu halten und ja, um einfach gesundheitliche Aspekte zu erfüllen. Das Grooming hat aber noch einen anderen Punkt, und zwar ist das eine sehr bindungsfördernde Sache. Wie ich eben schon sagte, ist das Self-Grooming und Auto-Grooming ein Wohlfühlverhalten. Wenn man also sagen kann, sich selbst zu pflegen ist ein Zeichen von Wohlfühlen, dann ist ein anderen zu pflegen tatsächlich auch die Intention, ein Wohlfühlverhalten zu signalisieren oder für Wohlsein zu sorgen. Und das ist bei Affen definitiv der Fall. Da kann man das auf jeden Fall beobachten und nachweisen. Und da gibt es ganz groß angelegte Studien dazu. Der eine oder andere hat es vielleicht da eher schon mal gehört, als es bei Hunden der Fall ist. Aber auch unsere Hunde tun das. Sich selbst zum Beispiel zu pflegen, macht fast jeder. Aber die meisten werden trotzdem auch mal einen Hund haben, der ja andere pflegt. Das fängt dabei an, dass sie sich gegenseitig die Ohren auslecken, dass sie gegenseitig sich am Rücken knabbern mit den Schneidezähnen oder das eben auch bei uns machen. Auch das Lecken durchs Gesicht gehört so ein bisschen in die Richtung, ist aber noch ein bisschen anders gelagert, hat noch andere Gründe. Das lassen wir jetzt hier mal weg. Wenn euer Hund also an euch rumknibbelt, ist das erstmal nichts Böses. Das kann sein, dass euer Welpe da ungeschickt ist und auch mal ein bisschen zu feste zuzwickt, dass ihr da einfach ja ihm Zeit geben müsst, das zu lernen. Aber eigentlich will er nur Positives. Er will Kontakt mit euch, er will Wohlfühlatmosphäre schaffen, er will Wohlfühlverhalten fördern und will einfach mehr Bindung mit euch herstellen. Und genau das ist es, was Grooming erzeugt. Bindung. Bessere Beziehung, näher beieinander sein, sich gegenseitig um sich kümmern. Und genau das passiert in dieser Situation. Es ist also wichtig, dass ihr das nicht unterbrecht. Wenn das zu dolle ist oder mal nicht geht, könnt ihr auch sagen, nee, jetzt nicht. Aber der beste Fall wäre, während der Welpe an euch so ein bisschen rumknibbelt und es nicht weh tut im Bestfall, krault ihr ihn auch. Krault ihr ihm den Bauch, geht ihr an Stellen, wo er nicht rankommt, im Nacken so ein bisschen kraulen. Erwidert einfach dieses Wohlfühlverhalten. Das sorgt dafür, dass ihr einfach ein Stückchen enger zusammenrutscht, dass ihr einfach ein bisschen bessere Beziehungen zueinander habt. Es gibt tatsächlich Hunde, die das exzessiv machen. Also es gibt Hunde, die vor allem Auto-Grooming exzessiv machen. Wenn der Milan gegessen hat, dann leckt er sich fast die Füße wund. Ja, also das ist eine Mischung aus Wohlfühlverhalten und Putzverhalten und Säubern und tralala. Aber insgesamt ist es einfach Grooming. Und wenn euer Hund das exzessiv betreibt, egal ob bei sich oder bei euch, dann könnt ihr das tatsächlich auch unterbinden. Denn das kann auch so ein bisschen fast schon eine Sucht werden. Also der Milan, der schlägt sich immer weiter und der leckt sich im Zweifel auch wund. Und deshalb gehen wir da, wenn der das zu lange macht, gehen wir da dazwischen. Ja. Die meisten Menschen finden einen Teil von Grooming
gerade bei Rüden sehr, sehr anstrengend und schwierig. Und das ist das, wenn die sich so richtig genüsslich und mit einem lauten Schmatzen die Eier lecken. Das ist letztlich auch nur Wohlfühlverhalten und Putzverhalten, ne? Aber ist halt eklig und laut. Trotzdem, Grooming ist eine tolle Sache. Grooming ist vor allem für die Bindung zwischen euch und eurem Hund sehr, sehr, sehr wichtig. Welpen machen das instinktiv, dass sie an euch rumknibbeln, wenn sie euch so ein bisschen, ein bisschen näher an sich ranholen wollen, wenn sie euch so ein bisschen besänftigen wollen, wenn sie einfach gute Laune mit euch haben wollen. Grooming passiert nur zu Individuen, die einem wichtig sind. Das muss nicht unbedingt ein Bindungspartner sein. In der Huta sind das auch Hunde, die einfach so miteinander im, sag mal, erweiterten Rudel leben und interagieren. Die fangen dann auch an, sich gegenseitig Ohren auszulecken und so. Aber wenn man das mal sieht, dann sieht man auch, dass der Hund, dem das Ohr ausgeleckt wird, das meistens einfach so über sich gehen lässt. Was ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Es kann auch schon mal sein, dass die ein bisschen knurren oder dass die sich wegdrehen. Hier und da kommt es auch mal dazu, dass die tatsächlich dann einen Abwehrschnappen zeigen, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Aber die allermeisten Hunde auch bei uns in der Huta lassen das zu. Und zwar tatsächlich auch fast von Fremden. Ja, also die ein, zwei, dreimal da waren, mit denen sie also noch keine Beziehung haben. Das ist also einfach eine bindungsfördernde Maßnahme, die unter Individuen stattfindet, die sich gegenseitig wichtig sind, sagen wir es so. Natürlich gehört nicht nur das Knabbern mit den Schneidezähnen zum Grooming, auch ich sag mal, euren Arm sachte ins Maul zu nehmen, gerade junge Hunde und Welpen machen das sehr viel, ist ein Teil von Körperpflege und gehört in dieses Grooming-Verhalten und in dieses bindungsfördernde Verhalten. Auch das Ablecken, euch über den Arm lecken, übers Bein und so, das kann alles Grooming-Verhalten sein. Auch wenn es manchmal eklig ist, ist es eigentlich eine positive Geschichte. Also wenn ihr die Chance habt, das aufzugreifen und ja mitzumachen, in euren Hund auch zu kraulen, dann tut das. Das tut eurer Beziehung sehr, sehr gut. So, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Grooming lernen können. Informiert euch im Internet weiter, wenn ihr mehr wissen wollt. Gerade zum Thema Menschenaffen und Primaten gibt es da ganz viele Studien, die darauf hinweisen, wie wichtig Grooming tatsächlich für ja so eine Familie und für so eine Affentruppe ist. Und bei den Wölfen ist das ganz, ganz genauso. Man sieht das sehr gut in der Dokumentation Wildes Skandinavien zum Beispiel. Wölfe und Füchse sind da in zwei Folgen, die Hauptakteure. Und da sieht man, wie wichtig und wie häufig tatsächlich Fellpflege bei denen vorkommt. Denn das wird da mehrmals gezeigt. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne und den Frühling. Knuddelt eure Hunde von mir. Tschüss.